Das Latein ist ja das Allerdümmste, was wir überhaupt in der Schule anbieten. Das war früher mal die Sprache der Medizin im alten Rom, im alten Österreich. Ist es aber nicht mehr. Die Hälfte der Ausdrücke in Medizin sind altgriechisch oder mittlerweile Englisch. Mittlerweile müsste man eigentlich besser Englisch lernen. Man sollte die Zeit für Latein in Englisch investieren. Wenn etwas funktioniert, warum nicht? Ich werde immer nur nervös, wenn Bullshit verkauft wird. Also Botox, ich habe doch niemanden vorzuschreiben, ob der jetzt die Falte haben möchte oder nicht. Genauso ist es mit Beauty-Medizin. Und Botox funktioniert, Punkt. Das ist kein Bullshit, aber es gibt sehr viele Dinge in der Beauty-Medizin als auch in der Orthopädie, die einfach zum Beispiel für Hugo sind. Mir hat einmal einer Doktor gesagt, du, ich kann mich mit dir hinsetzen und ich kann dir in einer Stunde erklären, wie du eine Operation am Herzen vornimmst. Stimmt. Aber ich brauche 20 Jahre Zeit, dass ich dir erklären kann, was du machen musst, wenn irgendwas nicht so läuft. So ist es. Genau das ist es. Lieber Georg, wir starten? Ja, alles klar. Ja, also fangen wir gleich einmal so an. Das erste Mal, dass ich mit einem Arzt hier rede, und erklär mir bitte, was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Oberarzt und gibt es da noch etwas drüber? Also prinzipiell startest du mal, wenn du mit deiner Ausbildung abgeschlossen hast, als Assistenzarzt. Das heißt, du bist mit dem Studium fertig, ja, aber bist halt noch kein Facharzt. Den Facharzt hast du dann ungefähr nach 6 Jahren Ausbildung in einem speziellen Fach. Und dann bist du das, was wir als Arzt bezeichnen. Also du kannst selbstständig irgendwo arbeiten, du übernimmst die Verantwortung als Facharzt. Das heißt, jeder Arzt ist ein Facharzt? Jeder Arzt ist ein Facharzt. Es gibt jetzt auch den Allgemeinmediziner, der jetzt unter Anführungszeichen kein Facharzt ist. Der ist der Arzt aller Fächer eigentlich irgendwo. Mittlerweile ist es auch eine eigene Facharztausbildung in der neuen Ausbildungsordnung. Okay. So genau kenne ich mich da auch nicht mehr aus. Bei mir war es noch anders. Und wenn du dann Facharzt bist, ist der Oberarzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine Alterserscheinung. Das heißt, du wirst zum Oberarzt ernannt. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich gehandhabt. In einem Krankenhaus ist es beim gewissen Alter, das du erreichen musst, oder beim Dienstalter, das du erreichen musst. In Niederösterreich zum Beispiel, da wo ich Oberarzt geworden bin, ich bin vom Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien, Wolle nach Niederösterreich gewechselt und wurde sofort zum Oberarzt ernannt. Das heißt, in Niederösterreich, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, vielleicht ist es wieder anders jetzt in Zwischenzeit, wirst du automatisch zum Oberarzt. Da ist jeder Oberarzt, oder was? Da ist jeder Oberarzt. Okay. Also du hast gerade gesagt, zum Oberarzt braucht es ein, da wirst du ernannt, das heißt, es braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, du brauchst eine gewisse Erfahrung, als dass du Oberarzt wirst, und es braucht wahrscheinlich einen gewissen Bedarf, als dass der Oberarzt ernannt wird. So, ich weiß selber nicht genau warum, es haben meine Theorien entwickelt, ja. Aber in Niederösterreich ist es halt so, da bist du Oberarzt. Es liegt vielleicht auch daran, in Wien hast du Spitäler mit sehr vielen Ärzten. Ja, da hast du eine hier gewisse Hierarchie, die Alteingesessenen, schon länger dort sind die Oberärzte, dann hast du die Fachärzte. Und theoretisch, wenn du als Patient dorthin kommst und ein Problem hast, ein gröberes, dann wäre es ganz gut, wenn ein Oberarzt im Haus ist. Ne? Dann kommt der Oberarzt. So in Tulln, zum Beispiel, wo ich war, oder auch in kleineren Spitälern in Niederösterreich, da bist du manchmal als Facharzt allein im Dienst. Mit deinem Assistenten oder so. Da bist du, sagen Sie, die Person, die alles können muss. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Sache, dass du dann Oberarzt bist, um einfach das zu repräsentieren fürs Spital. Das ist ein Repräsentationstitel eigentlich, möglicherweise. Das heißt aber auch, dass ein Oberarzt keine höhere Verantwortung oder Haftung hat als ein Facharzt. Das ist eine gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Mhm. Aha. Also wenn ich jetzt einen Oberarzt zum Beispiel im Dienst hätte mit einem Facharzt, würde der Oberarzt die Hauptverantwortung für den Dienst tragen. Okay. Ja? Und wenn sich jetzt mir jemand vorstellt, als Oberarzt, heißt das jetzt nicht, dass der hierarchisch schon, hast du gerade erklärt, aber dass der in Kompetenz irgendwie über den anderen Ärzten in seinem Spital ist, ist nicht unbedingt der Fall. In Wien schon. In Wien schon? In Wien schon, ja. In Wien erst als Oberarzt, also im Lorenz-Böhler-Krankenhaus war das nicht so, dass du, da gab es dann das, da wurdest du zum Oberarzt ernannt, nach einer gewissen Dienstzeit. Und gibt es dann auch einen Chefarzt, das ist auch ein Begriff, den ich im Kopf habe, oder ist das nur einfach ein Synonym? Das ist der deutsche Ausdruck, glaube ich, für den Oberarzt, der Chefarzt. Und gibt es dann hierarchisch noch etwas drüber in einem Krankenhaus, wie zum Beispiel dem Lorenz-Böhler damals? Der Chefarzt ist auch da in Österreich der Professor, ne? der Spitalsleiter, der ärztliche Chef der Abteilung, ja. Okay. Meistens als Professor bezeichnet in Österreich. Und ist dann in einem Spital neben dem Oberarzt noch eine weitere Position vorhanden, die sozusagen für das Wirtschaftliche des
Krankenhauses oberverantwortlich ist oder ist es auch der Oberarzt? Nein, nein. Also früher war es wirklich so, der Leiter war einfach ein Arzt von einem Krankenhaus. Ne? Und mittlerweile gibt es diese heilige Dreifaltigkeit. Ja? Das heißt, man hat einen Chef der Ärzteschaft, der medizinischen Angelegenheiten, dann hat man einen Verwaltungschef oder Chefin und dann hat man eine Pflegechefin oder Chef. Das heißt, diese dreiheilige Dreifaltigkeit des Spitals leitet das Spital und die müssen sich zusammen sozusagen arrangieren. Und da gibt es natürlich Spannungen mittlerweile, weil früher, wenn das ein Arzt leitet, der hat halt das Ärztliche im Fokus, ne? Während der Verwalter das Wirtschaftliche im Fokus hat. Und dann haben wir noch die Pflege, ja? Die muss dafür schauen, dass die Pflege nicht von den anderen beiden überfahren wird. Und das ist natürlich ein gewisses Spannungsfeld, was jetzt entstanden ist und was es in Spitälern gibt. Wie wirkt das auf die Patienten zum Beispiel, beziehungsweise auf die Gesellschaft? Ich glaube, die kriegen davon gar nichts mit in dem Fall. Ich weiß nicht, wie viele Patienten überhaupt wissen, dass es diese Dreiteilung der Macht sozusagen in Spitälern gibt. Okay. Ja, oder hast du es gewusst? Nein. Nein, hast du nicht gewusst. Ja. Ich hätte es mir denken können, aber ich habe mir schon gedacht, dass es eine Person gibt, die dann über den dreien steht und sozusagen der Krankenhaus-CEO ist sozusagen. Natürlich, es gibt jetzt, wenn man jetzt die Krankenhäuser in Wien betrachtet, gibt es dann halt den Krankenanstaltenverbund oder in Niederösterreich, ja, der steht dann noch da drüber. Ja, also die leiten halt, die sagen halt dann wirklich, was lang geht. Und das ist eine Zeit, die habe ich leider nicht mehr erlebt. Es gab diese alten Spitalsprimaria, ne, die das geleitet haben wie Diktatoren früher, ja, und über alles drüber gefahren konnten. Das sagt ja mir was, der Primarius. Ja, der Primarius, gehört. Ja, und der Primat das und das und das wird immer weniger. Also das ist immer weniger Macht sozusagen der Ärzteschaft, immer mehr in die Verwaltung und darüber liegende Strukturen. Was und wie organisiert sich diese Struktur? Wird sie dann extern von irgendeinem Ministerium ernannt oder gibt es da, also wie wird man dort oder müssen die anderen einen wählen oder wie wird man da Chef von einer der drei Abteilungen? Das ist, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also ich möchte dazu nichts genau sagen, weil möglicherweise wirst du gewählt, möglicherweise wirst du bestimmt, möglicherweise sind das Seilschaften. Aber kann man darauf hinarbeiten? Ja, natürlich. Natürlich kannst du darauf hinarbeiten. Die Frage ist, ob du es bekommst dann. Ja, es ist für vielen Mediziner wirklich das Ziel, so ein Abteilungschef zu werden. Ist auch nicht gut, zum Beispiel im eigenen Haus der Abteilungschef zu werden. Normalerweise sind das die Leute, die im AKH Ausbildung machen. Die gehen sehr in die Wissenschaft, mhm, ja, und machen oft so Verwaltungsmodule dazu, ein MBA oder sowas. Da gibt es jetzt eigene Lehrgänge für Krankenhausverwaltungen. Das kann man lernen, ja. Und dann gehst du zum Beispiel zum Krankenhaus, ich nehme jetzt irgendwas, Schladming, ja, und bewirbst dich dort für den Primariatsposten. Wer den dann genau bekommt, ob das der Fähigste ist oder ob das jetzt die besten Seilschaften hat oder es kommen auch viele Deutsche nach Österreich und Österreicher gehen nach Deutschland oder so weiter. Ja. Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es viel transparenter geworden. Also es ist nicht mehr so geschoben wie früher. Aber ja, für mich war das nie ein Thema, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich wollte niemals in meinem Leben ein Spital leiten. Okay, also du kannst mir auch nicht beantworten, wer dann entscheidet, ob er den dann bekommt. Also das irgendein Gremium hast. Wahrscheinlich, irgendein politisches, ja, oder ein Verwaltungsgremium vom Gesundheitsverbund. Okay, gut, und dann möchte ich in eine bisschen andere Richtung, und zwar Folgendes. Ab welchem Niveau darf man als Arzt ein eigenes Business aufmachen, sozusagen eine externe Ordination, eine private Ordination oder ähnliches? Als Facharzt. Also in dem Moment, wo ich Facharzt bin, darf ich das machen? Brauchst das Jus Practicandi, also dass du selbstständig zur Berufsausübung befähigt worden bist. Und das bist du als Facharzt oder früher halt eben, wenn du als Allgemeinmediziner die Allgemeinmedizinerausbildung abgeschlossen hast, durftest du eine allgemeinmedizinische Praxis eröffnen. Dann darfst du die Verantwortung übernehmen. Und damit ist das gegeben. Wie viel Zeit in der Regel ist das, nachdem ich das Studium beendet habe? 6 Jahre. Beim Facharzt normale Ausbildung dauert 6 Jahre. Und die allgemeine Ausbildung hat früher, glaube ich, 3 Jahre gedauert. Jetzt ist sie, glaube ich, auch länger geworden. Okay, das heißt, 30 ist ein realistisches Mindestalter, ungefähr plus minus. Bei mir schon. Okay. Aber das Ganze ist struktureller, ist viel schneller geworden. Wenn du mit 18 fertig bist mit der Matura, theoretisch machst du noch ein Jahr Zivildienst, also jetzt als Mann oder Bundesheer,
Also die Mädels können schon mit 24 fertig sein im Studium. Theoretisch. Ja, und dann haben sie die 3 Jahre, also mit 27, 30, ja, wirst du fertig. Also zwischen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie lange du brauchst für den Allgemeinmediziner. Okay. Ja, aber mit 30 frühestens eigentlich. Und ist das dann wirtschaftlich für denjenigen Arzt wirklich eine andere Welt? Oder ist das eigentlich nur noch mehr zu tun für mehr oder weniger dasselbe Geld? Du verdienst ja schon als Assistenzarzt. Aber als Assistenzarzt kommt es darauf an, wo du angestellt bist. Du bist natürlich da auch irgendwo ein Bittsteller, weil du möchtest eine Ausbildung haben. Ja, das heißt, du arbeitest auch für gar nichts teilweise oder für wenig. Also ich habe teilweise für gar nichts gearbeitet. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Aber wenn ich mich damals daran erinnere, ich habe das sogar einmal gepostet, meinen Gehaltszettel. Ich sage jetzt nicht bei welchem Krankenhaus, aber das waren 1400 Euro. Aber das waren meine 50 Stunden mit Nachtdiensten. Ja. Und das bist halt fertiger Arzt mit was war ich damals? Ich habe ein bisschen länger gebraucht fürs Studium. Okay. Das ist ein bisschen was anderes auch noch mal. Bis 27 habe ich studiert, ja. Mhm. Und ja, das war halt nicht so lustig, ne? Aber Entschuldigung, lass mich dich kurz unterbrechen. Ich möchte kurz ein Statement dazu abgeben, weil dieses Video wird es ja hoffentlich doch länger geben im Internet. Also ich finde das, dass du bis 27 gebraucht hast fürs Studium, eigentlich leiwand. Weil das heißt, du hast dir Zeit gelassen und du hast einfach deine jugendlichen Jahre genossen. Und das soll ja auch sein. Es ist Zeit gelassen. Ich habe Medizin, das können wir auch noch drüber reden, ja, mehr oder weniger zufällig begonnen. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Wie kommst du eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast? Aus der Mechanik. Ich wollte Mechaniker werden und Elektrotechniker. Ja, und dann war ich beim Bundesheer und habe dort den Führerschein gemacht, den LKW-Führerschein. Und die Mechanikerausbildung haben sie mir dort gegeben. Wir mussten die Dinge auch reparieren. Und ich habe zufällig den SAN-LKW, also den Sanitäts-LKW, fahren müssen. Mhm. Und der hat auch Ausbildung gemacht. Wir haben auch eine Ausbildung machen müssen zum Sanitäter. Und habe mir begonnen, die Anatomie zu lernen. Ich habe gedacht, Auto, Körper ist total interessant. Das ist alles sehr mechanisch. Ja? Du machst mir gerade ein bisschen Angst. Ja, es ist aber so. Ja, es ist eine sehr mechanische Geschichte. Also ich habe immer gerne gebaut und gebastelt. Ich habe alle meine Gerätschaften als Jugendlicher zerlegt in meinem Zimmer. Geschaut, was im Fernseher drinnen ist, umgebaut das Zeug. Ja? Und so bin ich da hingekommen. Ja? Und dann im Studium, das sagen aber fast alle, was bis zur Anatomie, was richtig, richtig geil. Ne? Das ist total spannend. Du machst den Körper auf, du schaust, wie das funktioniert, die Muskeln, die Sehnen, Nerven, alles, was da drinnen ist, macht plötzlich Sinn und du lernst, wie du selber funktionierst. Wie wenn du einen Automotor zerlegst und sagst, wow. Ja? Und dann, dann kommen diese ganzen die Krankheiten und sowas und die interne Medizin und so. Und ich bin nicht ein bisschen abgeschweift und gesagt, okay, eigentlich möchte ich Sportmedizin machen und habe begonnen, Sport zu studieren. Und habe 3 Semester. Sport oder Sportmedizin? Sportwissenschaft. Okay. Also Sport auf der USI. Okay. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Spanisch ist auch gut, habe begonnen, Spanisch nebenbei noch zu studieren. Ne? Okay. Und dann habe ich nicht fertig gemacht, ja, aber das hat halt die ganze Sache verzögert. Ja? Und wo es dann wieder leiwand war, war es dann halt im dritten Abschnitt, im Ende des Studiums, wo die ganzen praktischen Fächer gekommen sind wieder. Die Chirurgie, aber auch die Dermatologie und da auch wieder zum Beispiel Infektiologie hat mich fasziniert. Ja? Und dann ist halt wieder, dann habe ich es halt fertig gemacht. Aber dazwischen war so ein Loch, wo die Mechanik aufgehört hat und ja, da habe ich halt andere Dinge dazu gemacht. Einfach aus Interesse. Also es ist nicht so, dass du bereits in deinen Teenagerjahren gewusst hast, ich möchte mal Arzt werden, ich möchte mal in die Richtung und so weiter, sondern es hat sich einfach ergeben mit der Zeit. Ja. Also ich konnte keine Nadeln sehen. Ich habe Ärzte gehasst. Ich habe das Spital gehasst. Ich kann bis heute, hasse ich jetzt, wenn man mir Blut abnimmt. Da gibt es ein Impfvideo von mir, von Corona online, was ich anschaue. Das ist nicht gespielt. Ja. Also in die Richtung, nein, das war sehr, und ich sehr, also es ist keiner eingeschätzt, dass ich Medizin mache, auch ich nicht. Ich habe damals mich gegen Latein entschieden. Ich habe Französisch genommen. Und das ist aber etwas, das du brauchst, um Medizin zu studieren, nicht? Ja, ja, also hätte ich gewusst, dass ich Medizin mache oder Jus, und ich habe gesagt, das Einzige, was ich nicht studiere, ist Jus. Das weiß ich bis heute, dass ich das nicht mag. Und da braucht man auch Latein dafür. Da braucht man auch Latein, in Österreich.
in Österreich. Ach so, das ist gar nicht auf der Welt so. Ich glaube es nicht, nein, nein. Das ist ja das, ja, das Latein ist ja das Allerdümmste, was wir überhaupt in der Schule anbieten. Ja. Warum? Weil du das nicht brauchst. Also natürlich, wenn ich Spanisch lernen will, lerne ich Spanisch. Lerne ich nicht sofort Latein, damit ich dann Spanisch lernen kann. Und die Hälfte der Ausdrücke in Medizin sind altgriechisch oder mittlerweile Englisch. Mittlerweile müsste man eigentlich besser Englisch lernen. Da sollte die Zeit für Latein in Englisch investieren. Ne? Aber also, Moment mal. Das war früher mal die Sprache der Medizin im alten Rom, im alten Österreich. Ja? Ist es aber nicht mehr. Okay. Es ist Englisch. Aber das eine, was du gesagt hast, macht voll Sinn, dass du sagst, okay, ich lerne eigentlich zuerst Spanisch oder irgendeine andere romanische Sprache und die hilft mir dann dabei, eigentlich Latein zu lernen. Also umgekehrt, ich lerne zuerst Latein, was überhaupt keiner spricht, und dann versuche ich damit eine andere Sprache. Das macht schon Sinn. Und dann gesagt in der Schule, ja, nimm Latein, weil dann kannst du nachher super Italienisch lernen, Spanisch, all die ganzen romanischen Sprachen. Ja, dann Französisch, lerne ich Italienisch. Ja, dann lerne ich es gleich. Ja, voll. Entscheider. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Also ich war wirklich überhaupt nicht Medizin, ich habe auch keine Mediziner in der Familie. Mein Taufpate ist, stimmt nicht ganz, mein Taufpate ist Kniechirurg gewesen. Okay. In Tulln damals, habe ich dann auch nach ihm gearbeitet habe dort. Ja. Und jetzt mittlerweile bist du ja nicht mehr im Spital. Nein. Du hast ja also dann irgendwo auf dem Weg deiner Karriere dir gedacht, okay, ich möchte was anderes. Und da gibt es halt nicht sehr viel, was du machen kannst, außer als dass halt in derselben Welt, in derselben Branche deine eigene Ordination aufmachst, nicht? Es war, wenn du Spitalsarzt bist, dann hast du ein gewisses Mindset. Ja, und ich bin Unfallchirurg geworden, weil, wie gesagt, ich wollte Dinge reparieren. Das hat mir Spaß gemacht. Kaputt, ja, reparieren, Lösung, direkte Lösung, nicht so wie in der internen Medizin, langfristig kaputt gegangen und wir therapieren über viele, viele Jahre und versuchen, die Situation zu verbessern. In der Unfallchirurgie war es echt so, Schulter ausgerenkt, wieder eingerenkt, Patient geht nach Hause, ist glücklich. Ja, das war das Tolle im Spital, und du hilfst dem Patienten und du bist in der Community und hast die Morgenbesprechungen und so weiter. Und ehrlich gesagt habe ich nie gedacht, dass ich daraus will. Ich habe gedacht, das ist super leiwand, da bin ich bis zu meiner Pension, guter Job, sicher, ich habe meine Urlaube etc., ich kann das neben der Familie auch machen. Es war auch nicht mehr wie früher, also ich habe nicht mehr diese Wochenenden im Spital verbracht. Mhm. Das war in meiner Gang. Wir hatten eine 40-Stunden-, 46-Stunden-Woche, manchmal was mehr, dafür hast du einen Ausgleich gehabt. Also es war nicht schlecht im Spital. Und dass ich mich davon getrennt habe, war eher, weil sich die Spitalstruktur in den letzten Jahren einfach geändert hat. Ja, weil ich einfach es war nicht mehr wie früher. Mit Corona hat sich da so viel geändert, so viel gespart worden. Und ich habe es dann gemerkt, wie mein Sohn in die Schule gekommen ist. Das hat sich eigentlich, weil ich bin sehr gerne auf Urlaub gefahren mit den Kindern außerhalb dieser Schulferien. Ne? Plötzlich war ich an die Schulferien gebunden. Kenne ich, ja. Ja? Ich freue mich, wenn die Zeit vorbei ist. Aber ja, ich weiß, worum du redest. Ich bin ja an diese blöden Schulferien gebunden. Und ich dachte, okay, gut, dann fahre ich halt, dann beiße ich halt in den sauren Apfel. Und dann hat es aber teilweise geheißen, naja, aber wir brauchen jemanden, wir haben nicht genug Leute, die das besetzen. Wir brauchen jemanden, der in den Semesterferien arbeitet. Okay, ja gut, aber nehme ich mir die Weihnachtsferien dafür frei. Also, ja, es wird auch knapp. Aber okay, Weihnachtsferien kriegst du frei, aber Semesterferien, Ostern, da musst du da machen. Was ist dann mit den Sommerferien? Ich habe so gesehen, ich werde nicht mehr mit meinen Kindern in Urlaub fahren können, vernünftig. Ja, vielleicht mal 3 Tage da, oder ich muss dann nach Wien pendeln, den Dienst machen, wieder zurück. Und das geht nicht, das ist nicht mehr fein, Papa. Und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger für die Familie, habe ich mich aus dem Spitalswesen gelöst. Jetzt im Nachhinein klingt das so leicht und super und ich bereue es überhaupt nicht, aber damals war das echt so. Dabei, ich habe ja nebenbei schon eine Ordination gehabt, die hat schon gut funktioniert. Ich habe gewusst, ich kann davon leben, aber was ist, wenn morgen dann kommen keine Patienten, und dieses Mindset eines Unternehmers, das hatte ich überhaupt nicht, dass ich da jetzt mich selbstständig mache. Ich habe die Sicherheit gebraucht von einem Spital. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, jetzt, also Folgendes, ich möchte nochmal zurück auf das mit dem
weil ich glaube, ich habe dich da vorher in eine Fall. Ja, wir sind jetzt vom 100. ins 1000. gekommen. Ja, da möchte ich noch einmal kurz zurück. Ja. Also der Unterschied, vielleicht tun wir das nur kurz abschließen, also der Unterschied von dem, was du in einem Spital verdienst und dem, was du dann potenziell in einer Ordination verdienen kannst, ist natürlich gegeben und groß. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Also im Spital hast du halt deinen fixen Gehalt jedes Monat. Deine Steuer ist ja schon abgezogen, etwas, was Ärzte überhaupt nicht verstehen, Steuern und Finanzen. Du kriegst dein Papi auf den Teller jeden Monat am Ding. Und auch wenn ich jetzt viel mehr verdiene, bleibt am Ende nicht unbedingt viel mehr übrig, muss man dazu sagen. Und dann kommt es natürlich auch auf das Fach an und wie du das betreibst. Ja? Also das ist das, was ich lernen musste. Gut, aber es kommt definitiv die unternehmerische Komponente dazu, wenn du eine eigene Ordination hast und somit ist es Open End nach oben. Open End. Die Verwaltung ist teilweise länger als das, was ich mit Patienten verbringe, die Zeit. Ja, also ich habe, glaube ich, in der Woche ungefähr 20 Stunden Patientengespräche. Aber ich hab's, jetzt ist es besser geworden. Aber ich hatte am Anfang sicher noch 20 Stunden, wenn nicht mehr, einfach nur Verwaltung. Plus dann Operationen, die ich auch noch dazu mache. Ich habe eigentlich gemeint, Open End nach oben, auch die Verdienstmöglichkeiten. Das heißt, du könntest ja rein theoretisch mehrere Leute anstellen, andere Ärzte eventuell sogar anstellen und vielleicht zweite Ordination aufmachen und so weiter. Es gibt Ärzte, die schaffen das. Es gibt Ärzte, die schaffen das. Das Problem ist, was ich damit habe, ist, ich bin der Chefkoch. Und der Chefkoch hat eine gewisse Anzahl von Stunden. Und es gibt jetzt natürlich Ordinationszentren, da gehst du jetzt, ich bin Privatarzt, Privatpatient hin und dann sitzt aber nicht der Chefkoch, sondern da sitzt der Angestellte von dem Chefkoch. Du zahlst aber das Gleiche, der arbeitet unter seiner Flagge, aber es ist ja auch nicht so wie im Restaurant, dass ich jetzt, da gehe ich jetzt zu der Kette, das wird von dem Chefkoch geleitet, der hat diese Rezepte ausgearbeitet, die werden immer gleich gekocht, eigentlich muss er gar nicht dort stehen, sondern das Rezept ist, aber bei der Medizin ist es ja wirklich so, dass das auf meiner Wissen und Expertise aufgebaut ist. Also ich kann moralisch eigentlich nicht meine Person ersetzen im direkten Kontakt mit dem Patienten. Ja, aber du kannst es dem Patienten vorher sagen, dass das nur deine Ordination ist und dass das eine größere Ordination ist. Also der kann ja schon vorgebrieft werden, sodass er gar nicht mit der Erwartung herkommt, dass er unbedingt zu dir kommt. Ja, aber warum geht er dann privat? Dann könnte er jetzt gleich ins öffentliche Krankenhaus gehen oder irgendwo irgendeinen hinsetzen. Ne? Wartezeit, also gibt es viele Argumente. Ich deale halt mit Leuten, die speziell zu der Person kommen. Und ich finde, das ist das, warum ich mich auch eigentlich privatisiert habe. Ja? Also ich möchte, dass das genauso läuft, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und nicht, dass da irgendeiner sitzt, den ich ich könnte den natürlich briefen, aber ich kann selbst einen Facharzt nicht briefen, das genauso zu machen. Noch nicht. Vielleicht würde ich es machen, aber es taugt mir nicht. Also das ist nicht das, was ich machen möchte. Also ich kann es nicht skalieren, so wie ich es mir vorstelle. Das ist deine persönliche Entscheidung. Es ist absolut möglich. Viele machen das ja. Es gibt Sportambulatorien in Wien, ja, wo der Chefkoch nie dort sitzt. Außer du musst vielleicht mit extra bezahlen dorthin kommen. Ich als Patient würde es nicht wollen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt zum Dermatologen so und so gehen, dann erwarte ich, dass der erstens einmal selber dort sitzt, mich selber aufklärt und dann, das kommt noch dazu, selber operiert. Also viele Patienten fragen mich ja, operieren sie selber? Und am Anfang habe ich mir gedacht, so, ja natürlich, wer soll sonst operieren? Aber anscheinend ist das nicht immer gegeben. Hm. Also da. Nein, ist es definitiv nicht. Also da war ich schon aber oft. Im privaten Bereich ist es für mich so, wenn mich jemand bezahlt, dann mache ich das selber. Was ich vielleicht nicht selber machen müsste, ist eine Nahtentfernung oder Verbandswechsel oder irgend sowas, was ich auslagern kann. Ja, das ist jetzt nicht. Aber die Hauptschritte mache ich selber. Es gibt auch andere Systeme, also wo machen wir zum Beispiel Kreuzbandchirurgen gerne, da gibt es so Fließband-Kreuzbandchirurgie, die wirklich drei Operationssäle haben und die gehen halt vom Operationssaal zur Operationssaal. Also da sitzt der Assistent drinnen, ja, der macht das auf, der Chefchirurg kommt rein, nimmt nur das Kreuzband raus, zieht es ein und geht dann raus und der Rest macht wieder der Assistent. Mhm. Für mich ist das, und dann geht der nächsten OP, ja, für mich ist es ein bisschen wie Granderwasser. Mhm. Ja. Ich ziehe. Was ist das? Granderwasser? Ja. Kennst du nicht Granderwasser? Nein. Das energetisierte Wasser? Nein. Das ist super. Das wurde sogar in Österreich von irgendeiner Förderung erhalten. Ja? Das ist irgendein völlig dämlich, also meiner Meinung nach, ja? Energisiertes Wasser, ja? Okay. Mit dem du Schwimmbäder füllen kannst und dann brauchst du weniger Chlor, was du sowieso weniger brauchst, eigentlich, als wir reinhauen.
und das natürlich auch extrem gesund ist. Ist das das, was in den Zeitungen war, dass da unheimlich viel Geld ausgegeben wurde für Voodoo irgendwas? Genau, ja, das ist Energieringe und Granderwasser. Ja. Das okay. Und das Granderwasser ist ja so... Aber Moment mal, ist das ernst zu nehmen? Ja, ist ernst zu nehmen. Okay. Also, das gibt's in, das muss ich mir nachher anschauen. Das Okkulte ist in deutschsprachigen Ländern sehr, sehr weit verbreitet. Okay. Aber ist ein anderes Thema. Absolut. Also das Granderwasser passiert so, dass du dann das Granderwasser hast und dann fließt irgendwie daneben das normale Wasser vorbei und das wird dann auch energetisiert beim Vorbeifließen. Und mit welcher Energie? Das darf man nicht wortwörtlich nehmen. Okay. Darf man nicht mit dem Naturwissen... Du hast richtig gesagt, das ist ein anderer Podcast. Das ist ein anderer Podcast, das ist ein anderer Podcast. Also das ist die Theorie und deswegen sage ich, das ist wie Granderwasserchirurgie. Also ich ziehe sozusagen den Chefchirurgen durch die Operationssäle, der macht halt den entscheidenden Schritt, ja. Aber den Rest machen die Assistenten. Ja. Ich bin nicht so weit. Also was ich mache, mache ich, ja, und das möchte ich auch fertig machen und da mache ich auch die Hautnaht selber. Ja. Und da verdiene ich genug Geld damit. Da brauche ich nicht mehr. Das ist nicht verstehe. Das. Du hast vorhin zwei Sachen getrennt, die ich so getrennt noch nie, also ich bin ja kein Arzt und habe zum Glück nicht so oft die Ehre, dass ich da bei einem Arzt sitzen muss, aber du hast gesagt, es gibt halt das, was langsam entsteht und was dann therapiert wird länger und es gibt das, was dich interessiert, was ist irgendwas kaputt gegangen, ich repariere das und der Patient kann sofort nach Hause gehen. Also so habe ich das noch nie geteilt gesehen. Und jetzt haben wir geredet darüber, was für eine Erwartung sich jemand hat, der zu einem Privatarzt geht oder der in eine Ordination geht. Du hast es verglichen mit dem Chefkoch. Also ich war jetzt letztens auf Urlaub irgendwo und da hat es ein Lokal gegeben von Gordon Ramsay. Und da habe ich jetzt nicht erwartet, dass der Gordon Ramsay ja, da drin steht. Genau, ja, genau das ist es. Und ich glaube, dass es, also für mich persönlich wäre es so, dass ich bei etwas, was therapiert werden muss und wo ich immer wieder hingehe, da würde ich eher darauf bestehen, dass es genau der Arzt ist, zu dem ich gehe oder wenigstens der, der mir sympathisch ist, zu dem ich das persönliche Vertrauen habe, dass der dort auf mich wartet, als bei einer Reparatur, wenn wir das jetzt so nennen wollen, die eine einmalige Sache ist. Da wäre es mir persönlich, glaube ich, nicht so wichtig. Es gibt ja zum Beispiel in der Stadt dieses Dermacare-Arzt da gegeben, oder gibt es noch? Ja? Ja, am Schwedenplatz. Genau, am Schwedenplatz, wo die Leute einfach hingehen wegen einer Dienstleistung. Die wollen ein bisschen Botox gespritzt haben, die wollen alle diese Dermasachen, die ich nicht verstehe, gemacht haben. Und da ist ihnen eigentlich ziemlich egal, wer das macht, weil das wird standardgemäß gemacht. Ne? Was anderes ist es, wenn du singulär ein Erlebnis hattest in deinem Leben, was jetzt einschneidend ist, wie zum Beispiel dein Kreuzband gerissen, ja? Und dann gehst du jetzt ins Dermacare der Orthopädie und da sitzt dann irgendjemand. Weil da gehst du ja zu dem, wer sich darauf spezialisiert hat oder der dir sympathisch ist, ja? Oder wo dir jemand gesagt hat, hey, der hat das super bei mir gemacht, geh doch dorthin, ja? Diese ganzen, da gehst du zu einer Person. Und das ist ein spezielles Problem, was nicht regelmäßig wiederkommt. Und da tue ich mir wirklich schwer, das zu skalieren oder auszulagern. Das ist, wie gesagt, das ist auch das, was irgendwo Spaß macht. Das ist das, was in der Arbeit mir Spaß macht. Ja. Was mir nicht Spaß macht, ist die Steuer. Das ist auch ein anderer Podcast. Also Steuer, unternehmerisch sage ich dir eine ganz einfache Sache, was die Steuer betrifft. Ja. Sie ist Teil vom Spiel und du zahlst sie und vergisst sie. Und nein, fertig. Das zahlen gar nicht, aber zum Beispiel die Zettel ordnen oder die, also diese ganze Verwaltung prinzipiell. Ja. Am liebsten ist es dann schon, wenn man sagt, ich muss den Betrag X zahlen, dann sage ich, okay, gut, endlich erledigt. Ja. Aber bis du zum Betrag X kommst. Bis ich zum Betrag X komme, ja. Ja, da gibt es Dienstleister, die das machen. Ja, das stimmt schon. Aber auch denen musst du auch füttern mit Dingen und die stellen dir dann Fragen. Ja. Und du hast ja einfach kein, obwohl ich hab mir 10 Jahre lang die Steuer selber gemacht. Ich hätte nicht einmal 10 Minuten lang. Ja, ich wollte einfach wissen, wie es geht. Also ich wollte die Details wissen und außerdem war ich, wie sagt man da, du hast das unternehmerische Denken, ich habe das Chefkochdenken. Chefarztdenken. Ich konnte es nicht abgeben. Ja. Ich habe es einmal abgegeben, der hat mir das zu schlecht gemacht, also musste ich selber machen. Ja, ich glaube, das ist auch eher... Das ist krank, was man da hat. Ich hätte es schon vor 10 Jahren abgeben sollen, aber dafür kenne ich mich ziemlich gut aus. Aber ich glaube, es ist eher nachzuvollziehen natürlich, dass man als Arzt oder als, du hast vorher gesagt, Handwerker, was jetzt nicht ernst du das meinst, aber da ist natürlich der Perfektionismus und das Romantische zu seinem eigenen Werk sozusagen schwerer abzugeben als bei etwas, was man so einfach einordnen kann wie Steuern. Also Steuern gibt man natürlich auch sehr gerne ab, weil es unangenehm ist einfach, weil man es nicht gelernt hat, egal in welche Richtung man geht, auch als Unternehmer
Kennt man sich zwar aus mit der Zeit natürlich, aber es ist trotzdem ein Pickel, der unangenehm ist. Also ich finde es sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil du dann weißt, was du absetzen kannst, wie du Dinge steuerst und so weiter. Also wenn du es ein paar Mal selber machst, vor allem wenn man noch im Angestelltenverhältnis ist, als Arzt das einmal selber zu machen und sich damit, da gibt es so kleine Leitfaden, das liest du dir durch und dann wägst du von Jahr zu Jahr rein. Du kriegst ein Verständnis dafür und selbst wenn du dann zum Steuerberater gehst, weißt du ganz genau, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und keiner kann den X für ein U vormachen. Das ist schon wichtig, dass du weißt, was du vom Steuerberater möchtest. Das ist genau eine sehr wichtige Sache. Da hast du vollkommen recht. Und dass du nicht so Angst hast davor, weil das ist genau das, mit dem wir uns nie beschäftigen. Ja. Du hast gesagt jetzt öfters schon, dass du parallel sagen wir, die Ordination aufgemacht hast. Das heißt, du hattest deinen sicheren Job und die Ordination daneben. Und ich stelle mir das mega kompliziert vor, aber ich stelle mir es auch irgendwie als einen Horeca-Moment vor, wo du nur im Spital bist, nur deinen sicheren Job hast und dann das entwickelst, diese Energy, dass du deinen eigenen Weg gehst. Und ich finde das eigentlich super toll, dass man das so macht, dass man nicht das eine abbricht und dann das andere neu beginnt, sondern dass man das parallel und dann irgendwann einmal so rüberfadet. Darüber diskutieren sie ja gerade, dass sie das abschaffen wollen, also dass du Nebenbeschäftigungsverbot hast. Dass sie das abschaffen wollen? Ja. Also ich habe gerade argumentiert, dass man das eher einführen sollte. Ja, eigentlich ist es ganz gut, wenn du nebenbei, aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich habe damals, wie gesagt, überhaupt keine Ordination. Ich habe gesagt, das nächste, was ich gesagt habe, was ich wieder gebrochen habe, ich werde keine Ordination führen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Hat mein damaliger Chef gesagt, Georg, mach doch eine kleine Ordination auf, dann kannst du hin und wieder dir Patienten anschauen, ja. Es ist auch steuerlich ganz günstig, du hast ein eigenes Gewerbe, da kannst du dann, weiß nicht was, dein Handy besser abschreiben, zumindest 80% und so weiter. Das bringt dir ein paar vor, du brauchst dir gar keine Patienten anschauen. Ich habe mir gedacht, na gut, machen wir das einmal, melden wir das einmal an. Und hatte dann so im ersten halben Jahr ohne irgendwas so einen Patienten einmal, dann war ein Freund vorbeigekommen. Und dann ist das aber ganz langsam so gewachsen, so nebenbei. Also die Ambition war gar nicht da und hat es mir plötzlich Spaß gemacht, nämlich weil ich dort sitze plötzlich. Ich habe das auch völlig übertrieben gemacht. Ich mache es bis heute so, dass ich mir 40 Minuten, manchmal sogar länger pro Patient Zeit nehme. Und das war der Kontrast zum Spital. 10 Minuten, zack, zack, zack. Also 10 Minuten, 2 Minuten pro Patient eigentlich. Manchmal kürzer in der Unfallambulanz. Wegen der Masse an Patienten auch? Ja, du musst halt aussortieren, du musst die schweren Fälle rausfinden und die anderen möglichst schnell, möglichst gut in kurzer Zeit behandeln, weil sonst hast du für die schweren Fälle wenig Zeit. So ein Zeitmanagement. Ja? Ja. Und dort sitzt du 40 Minuten und dann gehst du in die Anamnese und dann schaust du und Ding. Und das war eigentlich total nett, ehrlich, so wie wir teilweise, wie wir jetzt hier sitzen, ein Gespräch einfach. Mhm. Und das Medizinische, die meisten Patienten, wenn die bei mir reinkommen bei der Ordination, schaue ich mir die Anamnese an, sage, wo es weh tut und die weiß schon, was die haben, was die für die Behandlung kriegen. Also ich könnte es in 3 Minuten machen. Der Patient wüsste zwar nicht, was er hat, er würde es auch nicht verstehen, er würde rausgehen und sagen, wie bei der Ambulanz. Ja? Aber dadurch, dass ich 40 Minuten habe, das ist total angenehm. Du kannst es erklären. Das Ganze wird stressless. Oh, das wäre mir als Patient auch sehr wichtig, dass ich verstehe, was los ist. Das ist für mich eine große Erleichterung. Ja, aber du brauchst Zeit dazu. Und so habe ich das betrieben am Anfang. Ne? Also eigentlich auch wirklich völlig unwirtschaftlich. Mhm. Und dadurch sind dann immer mehr Leute gekommen. Und dann war ich Gott sei Dank in der Position, wo man mir das Messer angesetzt hat, keinen Urlaub mit meinen Kindern mehr zu machen, dass ich sagen kann, okay, dann halt nicht. Und ich habe auch gesagt, das ist jetzt die Frist, ich kündige jetzt in 6 Monaten. Wenn ihr noch 3 Leute einstellt, dann bleibe ich. Ja? Dann, wenn der Sommer gesichert ist, ja, und ich mit meinen Kindern in Urlaub fahren kann, zu den nächsten Weihnachtsferien, dann bleibe ich. Und das ist halt nicht passiert. Also, so wie du das gerade ausgedrückt hast, hört sich das so an, als ob das einfach ein Budgetproblem ist und nicht ein Problem der Besetzung, das heißt der Bewerber für diese 3 Posten, die du jetzt angesprochen hast. Ich bin dann gegangen, ne? dann ist der nächste Kollege hat gesehen, okay, wenn ich gehe, wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ist auch gegangen. Es sind noch mehrere gegangen dann. Es war eine Lawine. Und die wurden aber doch dann alle nachbesetzt. Also nicht so, dass jetzt keiner mehr dort arbeitet. Es hat zwar ein bisschen gedauert, das war ein Überraschungseffekt. Ja? Das eine hat das nächste bedingt, denke ich. Manche auch aus anderen Gründen. Ja? Und da ist jetzt auch nicht einer Schuld oder ein System Schuld, ja, das ist halt so gelaufen. Machen wir einen Sprung. Ja. Du bist auf Instagram ordentlich unterwegs, du bist auf mehreren sozialen Medien unterwegs, so haben wir uns auch kennengelernt. Und
Das ist in Österreich, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Arzt treffe, der Content produziert. Also global gesehen habe ich das natürlich schon öfters gesehen. Aber hier aus Wien konkret bist du der erste und einzige eigentlich, den ich kenne. Wie bist du da dazu gekommen? Mein ehemaliger Assistenzarzt, der Ramin, der hat immer so auf seinem Handy so Sachen auf Instagram gepostet. Und ein Freund von mir, der ist ein Surfer, der hat auch immer auf Instagram mit so Filtern und so. Und ich habe mir gedacht, was für ein Schwachsinn, warum macht er das? Und der Ramin hat dann irgendwann gesagt zu mir so im Nebensatz, und gesagt, naja, das ist halt die neuen Medien, willst du dich nicht damit beschäftigen, bist schon zu alt dafür? Und ich habe mir gedacht, so, wow. Soll nicht auf mich sitzen. Ja? Und dann bin ich da ein bisschen reingekippt, habe geschaut, was kann man da machen. Und bin ich halt in die Welt reingekippt und habe gedacht, eigentlich ist die neuen Websites. Also in meinem Alter waren es die Websites, die aufgekommen sind, das Internet. Und jetzt ist halt Social Media aufgekommen. Und dann habe ich gedacht, der Ramin, der ist jetzt 10 Jahre jünger, glaube ich, als ich. Ja? Die werden das alle machen, die werden das alle können. Und ich werde dann mit 40, wie ich jetzt da 44 da sitze, das nicht können, habe keine Ahnung davon. Ja, so hat es begonnen. Habe mich damit beschäftigt, hochgeladen, experimentiert und ja, und dann bin ich halt da reingekippt. Und was hast du bemerkt? Also wie lange machst du das schon? Das muss ein bisschen vor Corona gewesen sein. Okay, also wie viele Posts sind das? Circa bei 100, 2000? Ich weiß es nicht. Auf Instagram hab ich gar nicht so viele. Habe ich, glaube ich, 300-400 Posts. Insgesamt, ich habe auch keinen einzigen rausgelöscht, weil ich diese Entwicklung einfach in meinem eigenen Feed sehen wollte. Am Anfang habe ich ja auch mich nicht getraut, medizinische Sachen zu posten, dann mehr Fotos und dass ich wirklich Content liefere, medizinischen. Das war ich auch sehr zurückhaltend am Anfang. Das mache ich eigentlich professionell erst eigentlich seit einem Dreivierteljahr. Und was hast du bemerkt, was dir passiert dadurch? Also was hat sich Wundervolles ergeben? Naja, das essentielle Aha-Erlebnis ist, und was ich jetzt auch weiter treiben möchte, ich führe ja in der Ordination oft immer die gleichen Gespräche. Verstehst du? Und die sind auch schon ein bisschen langweilig für mich. Und ich betreibe jetzt, wie du es gesehen hast, mein Geschäft unter Anführungszeichen auch ein bisschen unwirtschaftlich. Und es ist sicher, dass ich langweilige Dinge, ich möchte nur Dinge machen, die mich persönlich interessieren. Und wenn ich jetzt über dasselbe langweilige Thema, das für den Patienten nicht langweilig ist, aber für mich halt, ein Video mache und das daraus stelle, dann erreiche ich nicht einen, sondern Hunderttausende. Und oft sind das erste virale Video von mir, das war das Meniskus-Video zu Weihnachten 2022. Das war eine Meniskus-Arthroskopie, also Arthroskopie für ein Kniegelenk, wo ich einen Meniskus wegschneide. Und ich habe das so gemacht, Alter, das wird sich kein Mensch wird sich das anschauen, das ist so langweilig, ich mache es halt täglich. Ja? Und das hat eingeschlagen, weil die Leute diese Information interessant gefunden haben, die für mich ja, schon ausgelutscht war. Und dieses Aha-Erlebnis, dass du mit Information plötzlich so viele Patienten erreichen kannst, das war das Ausschlaggebende, warum ich dann in mehr informativen Content gegangen bin. Das heißt, dass die Patienten, die zu dir kommen, die ich nach diesen langweiligen Sachen, wie du gesagt hast. Also für mich langweilig. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das dir genauso ergeht, dass die Dinge oft, mit denen man sich selber beschäftigt, den Reiz verlieren oder die Farbe verlieren. Und man beginnt dann über andere Sachen zu reden. Ich habe zum Beispiel Videos gemacht, wo ich mir im Spital einen Kaffee mache. Also der Kaffee ist ein großes Thema auf Social Media. Peter McKinnon und so. Jeder macht Kaffee-Videos. Und ich habe Kaffee, aber ich bin doch Arzt. Du sitzt hier beim Coffee-Lifestyler. Also ich, I know. ich sollte doch eigentlich als Arzt Operationsvideos machen. Ne? Ja. Naja, also du machst Content ja nicht nur als Arzt, sondern als Georg. Als Herr Dr. Georg Besart, nicht? Und das ist mehr als nur das. Also du bist ja viel mehr als nur Arzt, nicht? Ja, aber die Leute interessiert wirklich teilweise der Inhalt. Ja, natürlich gibt es das auch. Aber du hast definitiv bemerkt, habe ich jetzt verstanden, dass die Leute, die dann zu dir in die Ordination kommen, eben weniger Bedarf an Erklärung haben. Eben weil du diese Videos machst und die sich das vorher anschauen. Nein, das habe ich noch nicht. Okay, aber würdest du sagen, es gibt irgendeinen anderen positiven Aspekt, der dir, sagen wir es ganz klar, sind zum Beispiel neue Patienten gekommen dadurch, dass du online bist? Ich habe mal auf Google geschaut,
wie viele Patienten über Social Media auf meine Homepage kommen. Okay. Google hat gesagt, 2%. Okay. Also es war nicht so, vielleicht ist das Tracking auch nicht so genau, keine Ahnung. Es ist schon so, dass Patienten mich auf Social Media sehen, ja, und dann zu mir in die Ordination kommen. So ist es nicht. Ja. Nur musst du überlegen, wenn sich das 1 Million anschauen, dieses Meniskus-Video, sind 95% davon nicht in Wien. Logischerweise, ja. Logischerweise. Das heißt, ich habe ja auch die Telemedizin im Hintergrund. Das heißt, ich berate Patienten telemedizinisch. Das war echt der Gedanke dahinter. Mhm. Nur vor Telemedizin, da schrecken Patienten noch so ein bisschen zurück. Ah, da musst du angegriffen werden, du brauchst einen persönlichen Kontakt mit dem Patienten, etc., mit dem Arzt und so weiter. Also eine Online-Beratung ist das eigentlich? Ich kann bei vielen Sachen in der Ordination nicht mehr machen, als telemedizinisch auch möglich ist. Bei manchen Sachen geht natürlich nicht. Ja? Genauso wie ich manche Sachen nur im Operationssaal machen kann, die ich in der Ordination nicht machen kann, kann ich gewisse Sachen auch in der Telemedizin nicht machen. Ja? Mhm. Aber ich würde sagen, fast 60-70% kann ich auch telemedizinisch abklären. Noch dazu mit MRT, Übertragung von digitalen Bildern etc. ist das ja alles kein Hokuspokus mehr. Gewisse Sachen gehen nicht. Und das möchte ich eigentlich, also das war der primäre Gedanke, das auch ein bisschen zu pushen mit dem Social Media. Und eigentlich macht es mir Spaß, das Social Media. Es macht mir Spaß, diese Menge an Leute zu erreichen. Und ich möchte einfach schauen, wohin ich das treiben kann. Da besitzt genau beim Richtigen. Also das ich möchte einfach schauen, was passiert, wenn ich das forciere. Ist es dir passiert, dass sich Kollegen an dich gewendet haben, weil du in den sozialen Medien aktiv und präsent bist? Ja, sicher. Also, was gab es da für Feedback? Also am Anfang kriegst du natürlich links und rechts die Watschen von deinen Kollegen. Ja, also das ist als Arzt sich da, vor allem ich habe ja nicht sehr super seriösen Arzt-Content gemacht. Es gibt also Ärzte, die setzen sich hin und reden dann ernst über irgendein Thema. Das war mir jetzt, ich wollte das patientenorientiert machen. Das nicht jetzt super locker, also keine Comedy draus, ja, aber doch verständlich, in einem verständlichen Deutsch. Nicht im Arztdeutsch. Nicht im Latein. Nicht im Latein, genau. Und das ist halt nicht das, wie man es macht, ne? Mhm. Offiziell. Und da kriegst du natürlich hast du am Anfang die Häme und das war mir sofort klar. Ich habe dann auch extra Content gemacht, um das teilweise zu pushen, teilweise die Kollegen, wo ich gewusst habe, sie schauen sich das dann absichtlich ein bisschen reizen in meinem Content, ja. Okay. Als Gegenleistung, ja. Ja. Mittlerweile ist es wirklich so, dass die Leute auf mich zukommen und ich mache auch Beratungen. Ja? Für also Kollegen? Natürlich, ich mache auch Beratungen für Kollegen, die kommen, nicht unbedingt die Ordinationen aufgebaut haben, die gerade in den Anfängen sind, ihre Ordination aufzubauen. Ne? Beratung im Social Media oder im Unternehmerischen? Wie mache ich mich selbstständig? Wie gehe ich weg vom Spital? Was sind die Schritte? Wie mache ich es möglichst effizient? Wie halte ich meine Betriebskosten im Zaum am Anfang? Das ist das Entscheidende. Wie erkläre ich das meinem Chef am besten? Ja, dass ich jetzt nur noch 20 Stunden mache und nicht mehr 40, gibt's ja. Das sind die Sachen. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja. Ich habe hier noch ein Ding stehen, das ich mit dir besprechen möchte. Du hast das kurz angesprochen vorhin, als wir über, ich glaube, Dermacare heißen, die am Schwimmplatz geredet haben. Das fällt für mich alles in die Welt des Schönheitsärzte, Schönheitschirurgie und so weiter. Ich bin von Natur aus so schön, also ich war nicht beim Arzt. Aber es gibt haufenweise Leute, die dorthin gehen. Und ich hätte gern von dir als Arzt ein Statement dazu, zu diesem kompletten Thema. Ist das sinnvoll? Ist das etwas, was du empfiehlst? Ist das etwas, was gefährlich ist? Ist das etwas, was überschätzt, unterschätzt wird? Sei es Botox oder auch Implantate, Absaugen und so weiter. Die Beauty-Medizin meinst du? Beauty-Medizin, danke für den Ausdruck. Also die Beauty-Medizin, die sind ja auch... nicht Mehrwertsteuer, ich bin ja mehrwertsteuerbefreit, weil ich Arzt bin, und die sind noch nicht mehrwertsteuerbefreit, weil sie eigentlich eine Dienstleistung anbieten. Mhm. Ja, also die machen Geschäft. Ne? Und das ist keine medizinische Notwendigkeit für die meisten Sachen. Ich sehe das ganz pragmatisch. Wenn etwas funktioniert, warum nicht? Ich werde immer nur nervös, wenn Bullshit verkauft wird. Also Botox, ich habe doch niemanden vorzuschreiben, ob der jetzt die Falte haben möchte oder nicht. Ja? Ein gewisses Risiko ist dabei. Wenn ich mit dem Fallschirm aus dem Flieger springe, ja, dann habe ich auch ein gewisses Risiko. Kann auch der Fallschirm nicht aufgehen und dann klatsche ich am Boden. Aber es ist erstens meine eigene Entscheidung und ich habe das coole Gefühl eines Fallschirmflugs.
Ich springe da nicht raus. Ja? Ich auch nicht. Das ist, und genauso ist es mit Beauty-Medizin. Und Botox funktioniert, Punkt. Das ist kein Bullshit. Ja? Mhm. Und wenn ich mir jetzt meine Brüste verändern lasse, funktioniert das auch. Ja, ich kann so eine Fibrosen bekommen oder Probleme bekommen, Entzündungen bekommen, muss das wechseln und so weiter, aber das muss ich mich informieren und das funktioniert. Und in meinem Job, in der Orthopädie, funktionieren auch die Dinge. Aber es gibt sehr viele Dinge in der Beauty-Medizin als auch in der Orthopädie, die einfach zum Beispiel für Hugo sind. Das verurteile ich wesentlich mehr, als wenn irgendjemand sich ein Ohr sticht oder sich schöner machen möchte. Es wird immer kritisch, wenn du was verkaufst, was nicht das bringt, was es ist. Weil dann kann ich mich ja, dann bin ich ja in meiner Entscheidungsfindung beeinflusst. Was ist das zum Beispiel? Gibt es irgendetwas Trendiges, das oft gemacht wird, was in die Kategorie fallen würde, das du als Bullshit bezeichnest? Also das klassische Beispiel, lass mal mal die Homöopathie beiseite, aber was momentan sehr trendig ist, sind Eigenblutsachen. Also das ist für mich... Was ist das? Na, du nimmst Blut ab dem Patienten und zentrifugierst es, gibst die roten Blutkörperchen weg, dann hast du dort die konzentrierten Wachstumsfaktoren und die kannst du dann überall reinspritzen. Also der Zahnarzt spritzt in die Zähne rein, der plastische Chirurg ins Gesicht, der Orthopäde ins Knie, überall wird das reingespritzt, in verschiedenen Variationen. Mit nicht welcher Erwartung? Dass es besser wird, dass es schöner wird, dass das Knie heilt, dass die Arthrose heilt, dass das Kreuzband besser einheilt, dass die Supraspinatussehne besser einheilt, etc. Und das fällt in die Beauty-Medizin oder in die eigentliche Medizin? Beides ist übergreifend. Also das ist so eine Sache. Ist es mehrwertsteuerpflichtig oder nicht? In der Beauty, das weiß ich gar nicht, in der Beauty. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht mehrwertsteuerpflichtig. Also aber es sind alles Privatleistungen. Okay. Weil die Krankenkasse geht her, schaut sich die Studienlage an und sagt, den Patienten heilen wir damit nicht. Haben wir uns missverstanden? Also ich habe eigentlich gemeint, etwas, was du in die Bullshit-Kategorie geben würdest. Ich persönlich gebe das rein. Also es gibt zu diesen Sachen überall ganz viele Studien. Ja? Und die einen bescheinigen denen eine Wirkung, wenn auch keine evidenzbasierte, aber eine Wirkung. Ja? Dass die sagen, ah, das ist super, keine Ahnung. Also es kommt immer darauf an, wer die Studie gemacht hat. Und die anderen sagen, nein, das hat leider keine Wirkung. So, und die Frage ist, als Arzt, wo gehst du jetzt hin? Wo schaue ich jetzt mehr hin? Was glaube ich mehr? Was kommt mir real? Und mir kommt das halt eher in den unrealistischeren Bereich. Nennen wir es mal nicht Bullshit, ja? Aber nennen wir es mal, ich denke, die Wirksamkeit von diesen Therapien ist eher begrenzt. Du bietest es aber an? Nein. Du bietest es nicht an? Ich biete nichts an, ich biete Botox-Therapien an. Also Problem, Lösung. Ja, das muss okay. Funktionieren. Das ja. Muss ich messen können. Es geht nicht immer. Also bei vielen Sachen ist es so, wo du denkst, na, was soll man machen? Okay, wir können das mal probieren. Ja? Die Frage ist, wie viel Geld du damit verdienst oder ob du das regelmäßig machst. Mhm. Selbst wenn ich jemanden zur Physiotherapie schicke, denke ich mir, ja, es könnte funktionieren, ist aber nicht immer hundertprozentig gegeben, dass das funktioniert. Also das ist nicht immer ganz klar die Grenze. Die Beauty-Medizin ist aber definitiv die lukrativere Welt. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, weil alles privat bezahlt wird und weil es doch keine Diskussion darüber gibt. In meinem Bereich habe ich natürlich immer ein öffentliches Spital als Konkurrenz, wo es das gratis gibt. Ich kann den Meniskus operieren, es kostet Geld, im Spital gibt es gratis. Vielleicht machen die das genauso gut, wahrscheinlich sogar. Ist nicht schwierig. Mhm. Ja, also ich hoffe doch, dass man in Österreich da Qualität nicht nachdenken muss. Viele Sachen sind nicht schwierig, können es genauso im öffentlichen Spital machen. Wenn du jetzt nicht an den kompletten Idioten gerätst, der das, keine Ahnung, in Selbstüberschätzung zum zweiten Mal macht und es nicht kann, ja, und sich keine Hilfe dazu holt. Aber selbst Anfänger im Spital sind guided normalerweise und da kann wenig passieren. Ich verkaufe eigentlich nur das angenehme Gefühl und dass ich mich länger hinsetze mit dem Patienten. Und das ist sehr wichtig in jeder Art von Heilung, würde ich sagen. Ja, das ist, also ich erlebe das ja bei meinem eigenen Körper. Ich habe meine erste Gastrokoloskopie gemacht. Ich habe gesagt, ich habe Angst vor Nadeln. Für mich ist das die Hölle. Die Hölle, mich dahin zu legen, eine Narkose zu bekommen. Das war übrigens sehr angenehm. Ich fand das sehr gut. Okay, Narkose, da gibt es verschiedene. Ja. Aber das war für mich psychisch die Hölle. Mhm. Ja? Und da war es schon angenehm, wenn man sich dann hinsetzt mit einem. Orge Sachen. Also eine Frage habe ich noch zu dem Content. Ich weiß, wir haben das vorher abgeschlossen, aber du postest da teilweise wirklich die OP. Also da sieht man ja wirklich alles sozusagen.
Ist das in Ordnung? Ich meine, natürlich ist es in Ordnung, muss ich gleich selber beantworten. Aber es ist schon orga Content, nicht? Teilweise. Also es ist ja nur 10% sind Operationsvideos. Erstens frage ich die Patienten, zweitens unterschreiben es mir die Patienten und drittens poste ich es mit einer extrem langen Latenz. Das heißt, die Patienten, die da operiert worden sind, sind schon vor Monaten, teilweise Jahren operiert. Ich habe ein ganzes Archiv, so Festplatten voll, weil wir bei jeder Operation teilweise mitfilmen oder Fotografien machen, an ungeschnittenem Material, wenn du es so aus filmtechnischer Sicht sehen willst. Also ich könnte ewig Content produzieren. Und da weiß ich manchmal selber nicht mehr, wer das war. Es ist komplett anonymisiert. Und da gibt es sicherlich auch einiges an extra Feedback dazu, nicht? Sowohl von Kollegen als auch von Patienten. Das war das Schwierigste am Anfang. Also wenn du natürlich Operationen postest, wie du es machst, dann expost du dich natürlich nicht nur dem Patienten, sondern auch den Kollegen. Und du hast dann immer Angst, dass dann irgendeiner drunter schreiben könnte, das gehört ja eigentlich in Wirklichkeit so und so gemacht, du bist ein kompletter Idiot und so weiter. Ja, aber das ist ja das Beste, was passieren kann, wenn jemand das schreibt, weil das vergrößert ja die Reichweite, nicht? Ja, aber auf eine unangenehme Art und Weise, vor allem im medizinischen Bereich. Und dann schaut der Patient das an und denkt sich, ja, keine Ahnung. Also das ist das, was man im Hinterkopf hat. Das ist noch nie passiert eigentlich. Ja, ja, das war eine zu schnelle Antwort von mir, da hast du recht. Ja, du kriegst natürlich teilweise Leute, die mich anschreiben und sagen, ja, nein, ich würde das gar nicht so und so, stimmt das gar nicht, wie du das gesagt hast? Und ich schreibe dann immer zurück, ja, aber schau, ich mache das so, in Spanien machen sie es so, ja. Und wenn du das nicht so siehst wie ich, mach doch ein eigenes Video und erklär es anders. Ja, beste Antwort. Weil wenn das sind Leute oft, die willst nicht sehen, wie sie operieren. Ja? Wild, ja. Und die posten das selber nicht, aber kritisieren andere. Ja? Ich will ganz ehrlich niemanden sehen, wie er operiert. Also für ja, mich, ich bin derjenige Erste, der umfliegt. Und die Sache ist halt die, wenn ich mich expose, jeder Kollege, der sich auch expose und sagt, okay, so operiere ich, so mache ich das, ich mache ein Gegendarstellungsvideo, das respektiere ich. Und das würde ich auch sogar öffentlich diskutieren, wenn jemand sagt, er macht das so. Ja? Oder wer sich zum Beispiel überhaupt nichts scheißt, ja, sind die ganzen alternativmedizinischen Sachen. Die posten da Sachen, wo du dir sagst, das kannst du nicht bringen, aber die pfeifen sich halt nichts. Und wenn du die anschreibst und sagst, hey, das ist auch völlig sinnlos, die muten dich sofort. Und als Arzt hast du natürlich einen gewissen Qualitätsanspruch, ja, und dadurch hast du auch die Angst der Kritik. Aber es ist marginal. Und ich schaue natürlich auch, was ich poste. Ich glaube, da ist Social Media und das, was du postest und dass du überhaupt postest, ist da das beste Training dagegen. Also diese öffentliche Kritik und so weiter, das ist nett, wird zur Kenntnis genommen, aber irgendwann einmal hörst du es nicht mehr. Was zum Beispiel ist, Fails posten in der Chirurgie wäre ja total interessant. Also wenn etwas nicht so läuft, wie es ursprünglich gedacht ist und wie du das ausbesserst und wie du da rauskommst, ja, das wäre ein total spannender Content für mich. Da gehst du halt in die Kritik. Das müsst halt ich zum Beispiel, wenn bei einer Operation etwas nicht so läuft, wie ich es mir am Anfang gedacht habe, gerade bei Schulter oder so, schaust du das MRT an, aber wenn du dann reinschaust, ist es halt anders. Dann musst du halt die Sehne auch, und die ist auch noch gerissen, dann musst du halt improvisieren, holst du den Anker rein, den neuen und so weiter. Ja. Ich kommuniziere das mit dem Patienten, aber das öffentlich zu kommunizieren, ist halt wieder was anderes. Dann hast du halt wieder die Kritiker, die drunter schreiben. Ja. Oder so stelle ich es mir halt vor, wahrscheinlich passiert es eh nicht. Das ist aber, ich glaube, das ist ein bisschen jetzt eine andere Richtung, aber ich glaube, das ist ein großer Teil vom wirklich Arzt werden oder so, wie du es beschrieben hast, eventuell auch Oberarzt werden, die Erfahrung, nicht? Dass man mir da mal ein Doktor gesagt, du, ich kann mich mit dir hinsetzen und ich kann dir in einer Stunde erklären, wie du eine Operation am Herzen vornimmst. Stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich brauche 20 Jahre Zeit, dass ich dir erklären kann, was du machen musst, wenn irgendwas nicht so läuft. So ist es. Genau das ist es. Genau das ist es. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wie viel haben wir schon? Ja, dann. Also es gibt nämlich noch einen Kollegen in Amerika zum Beispiel, der macht genau das. Also der postet Osteosynthesen, richtige Unfallchirurgie, und der schraubt einfach doppelt so viel Platten drauf, wie ich das machen würde. Und hat gute Ergebnisse, man sieht auch nachher, die Patienten gehen, aber mir stellt es halt so die Haare auf, weil ich immer so gelernt habe, hier so möglichst wenig das, was notwendig ist, und der haut halt richtig das Metall in den Körper hinein. Und der postet auch seine Fails. Und ich dachte,
Den musst du mir schicken. Den schicke ich dir. Ja, das ist, ich weiß gar nicht mehr. Ich schicke es dir nachher. Ja. Das sind so Sachen, die möchte ich mir nicht anschauen. Ich muss sie anschauen. Wenn ich weiß, dass sie existieren, muss ich sie anschauen. Ja, aber für mich als Chirurg ist es total. Und da gibt es einen zweiten, das heißt Orthoiatos, glaube ich. Orthoiatos. Der postet nur Fails von Unfallchirurgie. Also wo der Nagel komplett falsch drinnen steckt. Und Ding. Es ist zum Totlachen für mich. Also aber es ist ja schrecklich. Für Patienten ist es wahrscheinlich völlig... Ich habe es meinen Freunden gezeigt, die schauen sich das an, das Bild, und finden das überhaupt nicht so spannend. Und ich denke mir so, da steckt ja der Nagel im Weichteil und nicht im Knochen. Ja, ja, aber das ist ja ein Horror, auch gesundheitlich, nicht? Es ist unglaublich, was es für Dinge auf der Welt gibt. Org. Unglaublich, wer da operiert. Ja, also jetzt nicht in Österreich. Sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier aufschlägt. Ja? Ich habe gefragt, ob wir noch ein bisschen Zeit haben, weil es gibt ein Thema, das ich noch... Du hast eigentlich schon eine gute Brücke dorthin gebaut. Es gibt ein Thema, das ich noch mit dir kurz durchnehmen möchte, und zwar ist es AI und Roboter in der Medizin. Ja. Du sagst, verschiedene Leute machen das auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich denke, dass in der Zukunft AI und Robotik ein großes Thema sein wird in der Medizin. Es gibt ja schon diese Operationsroboter bei der Prostatachirurgie zum Beispiel. Ja? In der Orthopädie verwenden wir sie noch nicht, die Roboter. In der Unfallchirurgie zum Beispiel, ja, möglicherweise, keine Ahnung, in welche Richtung sie es entwickelt. Es ist zwar sehr verlockend zu sagen, dass ich glaube, dass sich das etabliert, aber ich glaube, wir passen noch in den Kinderschuhen. Die Entscheidungen, die du triffst, einem Roboter zu überlassen, für meine Karriere mache ich mir keine Sorgen, und auch für alle die ganzen Medizinstudenten, die jetzt Medizin studieren, glaube ich nicht, dass wir abgehen. Also für die nächsten 50 Jahre ist das nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenigstens, dass es so eine parallele Welt gibt, so dass man also Arzt mit Roboter zusammen. Es gibt ja so guided Knieprothesen, also wo man zum Beispiel zuerst einen 3D-Scan macht und dann kriegt man eine Schablone zugeschickt, oder auch wo man dem Patienten so in den Knochen so Sonden steckt und dann praktisch die Bewegung des Knies simulieren kann, wie man die Prothese einbaut. Das gibt's alles. Und da sind aber auch schon wieder Studien rausgekommen, wo man festgestellt hat, das bringt nur marginale Vorteile beziehungsweise keine messbaren Vorteile gegenüber, wenn es ein erfahrener Chirurg einfach einbaut. Und da gehen die Leute auch immer wieder weg davon, auch wenn es immer so super klingt, wenn man dem Patienten sagt, ja, wir machen das computerassistiert und so weiter. Ja. Am Papier sind die Ergebnisse gleich. Das Ding ist extrem teuer, aufwendig. Also bis jetzt habe ich die riesen Vorteile noch nicht gesehen. Und was die künstliche Intelligenz betrifft, bei der Ursachenfindung oder bei der Diagnose, da gibt es ja auch schon konkret Fortschritte, dass eine AI zum Beispiel schneller einen Tumor erkennen kann. Ist einmal ein Bereich, aber ja, es gibt ja wahrscheinlich sowas noch viel mehr. Vielleicht, sowas. Aber das ist halt nicht mein Gebiet. Mein Gebiet ist die Orthopädie, Unfallchirurgie. Und die Diagnostik ist selten das Problem. Ist eher die Entscheidungsfindung, was tust du dann? Hm. Ja. Und da haben wir dann Aspekte vom Patienten dabei, zum Beispiel, hast du dir deine Supraspinatussehne in der Schulter gerissen, bist jetzt 55 Jahre alt, also du bist jetzt nicht 55 Jahre alt, aber du bist, kann ich operieren? Muss ich es nicht operieren? Vielleicht will der Patient nicht Tennis spielen, vielleicht ist er ein Tennisspieler, vielleicht hat er andere gesundheitliche Probleme. Das sind so viele Faktoren, multifaktoriell, die ich einbeziehe, ob ich den jetzt operiere oder nicht. Und oft ist es ein Bauchgefühl oder eine Erfahrungsentscheidung, die man mit dem Patienten zusammen erarbeitet. Das ist eigentlich das Schwierige, dass ich ihm dann die Sehne nähe. Ja, das ist nur die Kür. Mhm. Da weiß ich, wie es geht. Zack, zack. Und auch da ist es aber so, ich sage immer, es gibt eigentlich keine Schulter, wenn man reinschaut, die gleich ausschaut, hundertprozentig. Also der Roboter müsste wirklich einen Komplettscan machen, individuell reagieren können. Also müsste man mit einem Techniker reden, ob das geht. Ja. Aber alleine in der Entscheidungsfindung, ja, möglicherweise wird es. Oder die Entscheidung wird dann halt ganz pragmatisch. Okay, der Patient ist 56, ist Raucher, hat einen Body Mass Index von so und so, und dann wird das zusammengewürfelt und dann sagt die Versicherung, ja, wir zahlen es oder wir zahlen es nicht. Hm.
So hätten sie es gerne. Spannend. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Mhm. Aber für jetzt einmal, lieber Georg, glaube ich, dass wir ein spannendes Gespräch hatten. War sehr interessant. Ich finde auch, es war mega interessant. Es waren einige Sachen dabei, die habe ich gar nicht vorher geahnt. Ich sage mal danke und wir drehen ab, oder? Super. Super.